ich mitgenommen, weiter Richtung Süden. Man hat mir erlaubt, die Elitesoldaten der 82. Luftlandedivision in der Provinz Helmand zu besuchen. Diese Gegend ist die Heimat der Taliban. 1994 nahm die Bewegung von hier ihren Anfang. Camp Wolverine, mitten in der Wüste. Etwa 30 Fallschirmjäger der 82. Airborne sind hier stationiert, die Task Force Fury. Ihre Aufgabe ist es, gemeinsam mit der afghanischen Armee die Taliban aus dem Gebiet zu vertreiben. Kaum angekommen, kann ich gleich am Nachmittag einen Einsatz begleiten. In dem etwa 10 Kilometer nördlich gelegenen Dorf Kirk sollen Taliban-Kämpfer gesichtet worden sein. Doch bei unserem Eintreffen sind die längst verschwunden. Die Männer erzählen, dass die Kämpfer nur kurz da waren, um vor der Zusammenarbeit mit den Amerikanern zu warnen. Und dass afghanische Polizisten hier Schutzgelder kassierten. Sergeant Kerrigan verspricht, der Sache nachzugehen. Doch in erster Linie möchte er mehr über den Taliban-Besuch wissen. Mit den Taliban ist es wie beim Schach. Die sitzen auf der Lauer und beobachten uns und überlegen, wo sie zum Beispiel eine Straßenbombe legen. Wenn sie einen amerikanischen Soldaten töten können, ist es ein großer Erfolg für sie. Im Dorf begegnen wir dem Lehrer Azizullah. Vor 3 Monaten wurde ihm von den Taliban sein linkes Ohr abgeschnitten. Er hatte es gewagt, Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. Hier sind wir auf uns allein gestellt. Weder die Regierung noch jemand anders tut etwas für uns. Und dies ist die traurige Wahrheit. Zurück im Camp sind auch die Fallschirmjäger auf sich allein gestellt. Telefon- oder Internetanschlüsse gibt es hier in der Wüste nicht. Monatelang haben sie keinen Kontakt zur Außenwelt. Jeder von ihnen muss für sich Wege finden, mit den Grausamkeiten da draußen fertig zu werden. Soldat Chamberlain hat seine Gitarre, den Waschsalon und philippinische Gastarbeiter als Zuhörer. Am Morgen danach sind sie wieder unterwegs. Sie haben den Befehl zu einer groß angelegten Suchaktion bekommen. Ein Bombenleger namens Abdul Karim soll in einem Dorf im Umland Unterschlupf gefunden haben. Wir sind kaum eine halbe Stunde unterwegs, da kommt der Konvoi plötzlich zum Stehen. Die afghanischen Soldaten, die den Konvoi anführen müssen, vermuten eine Bombe, eingegraben in der Straße. Sergeant Nick Negroni, der Zugführer, verschafft sich mit Hilfe eines Mini-Roboters Gewissheit. Das Areal wird abgesichert. Bombenexperten aus Kandahar werden angefordert. Während wir auf die Entschärfer warten, beobachten wir, wie ein Kampfhubschrauber Taliban-Stellungen bombardiert. Der Zugführer hat angeordnet, in größerem Umfeld nach weiteren Bomben zu suchen. Ist es ein Zufall, dass die Dorfbewohner aus der Gegend diese Straße nicht benutzen, frage ich Sergeant Negroni. Höchstwahrscheinlich gehen die Taliban in die umliegenden Dörfer und raten den Einwohnern, diese Straßen wegen der Bomben nicht zu benutzen. In der Regel werden die Bomben frühmorgens, so gegen 2 oder 3 Uhr, von den Taliban gelegt. Die Dörfler wissen zwar nicht, wo genau die Bomben sind, nur dass sie sich eben auf der Straße befinden. 4 Stunden. Abwarten, Tee trinken, bis die Entschärfer endlich einfliegen.
Noch eine Stunde vergeht. Dann müssen alle in Deckung gehen. Die Straßenbombe soll zur Detonation gebracht werden. Es war eine große Bombe, meint Negroni. Allen wird klar, dass wir dem Tod ziemlich nahe waren. In dem Krater entdecken die Soldaten die Überreste eines Handys. Offensichtlich hat jemand schon darauf gewartet, die Bombe damit fernzuzünden. Nokia. Nokia, yes. Es sieht aus wie ein Nokia-Handy, vermuten sie. Nach fünfstündiger Verzögerung setzen wir unsere Suche nach dem Bombenleger Abdul Karim im Dorf Saran fort. Gleich am Eingang des Dorfes soll ein Mann dieses Namens wohnen. Aber ist er der Gesuchte? Bevor sein Haus inspiziert wird, darf der Mann erst einmal seine Frauen einschließen. Der Afghane beteuert seine Unschuld. Ja, er heiße zwar Abdul Karim, aber er habe mit den Taliban nichts zu tun. Die Soldaten glauben ihm nicht und setzen ihn massiv unter Druck. Warum hast du so starkes Herzklopfen, wenn du doch unschuldig bist, fragt einer. Wie kann ein Feigling wie du ein Moslem sein? Wir fesseln den Typ mit Kabelbindern, sagt Negroni, um den Druck auf den Mann noch zu erhöhen. Es geht hin und her. Irgendwann wird Abdul Karim an die Wand gestellt und fotografiert. Erst als die Amerikaner androhen, ihn mitzunehmen, fällt ihm ein, dass es noch einen Abdul Karim in diesem Dorf gibt. Und dieser Mann sei ein Talib und auch als Bombenleger bekannt. Er habe ihn heute noch gesehen und wisse ganz genau, wo er wohne. Sergeant Negroni fordert Karim auf, ihn zu dem Bombenleger zu führen. Dies versetzt den Mann in helle Panik. Negroni müsse doch verstehen, wenn die Dorfbewohner ihn mit den Amerikanern sehen, sei er ein toter Mann. Negroni zeigt sich schließlich kompromissbereit. Am Ende genügt es, dass der Afghane von seiner Haustür aus den Weg beschreibt. Doch bald werden die Amerikaner feststellen müssen, dass in diesem Dorf mindestens 30 Abdul Karims zu finden sind. In seiner Bedrängnis reichte der erste Abdul Karim die Soldaten einfach weiter an den nächsten. Und so immer fort. Die afghanischen Soldaten haben das Spiel zwar längst durchschaut, lassen jedoch ihre amerikanischen Verbündeten weiter im Dunkeln tappen. Irgendwelche Ausweise werden geprüft. Diverse Abdul Karims auf dem Dorfplatz versammelt und ihre Hände auf Schwarzpulver und Brandmale untersucht. Noch schwieriger, die Hausdurchsuchungen. Da die Amerikaner als Ungläubige die Häuser eigentlich nicht betreten dürfen, wird diese Aufgabe von ihren afghanischen Partnern übernommen. Wie zuverlässig die Afghanen bei solchen Aktionen sind, bleibt offen. Zumal viele dieser Soldaten Kontakt mit den Taliban haben dürften. Und so verläuft die Aktion Abdul Karim ganz sacht im afghanischen Sand.
Der Zugführer befiehlt schließlich den Rückmarsch. Doch kaum haben wir das Dorf verlassen, gerät der Konvoi wieder ins Stocken. Während wir in dem Dorf Saran nach dem Bombenleger suchten, war er oder war einer seiner Kollegen offenbar wieder aktiv. Am späten Nachmittag auf dem Weg zurück zum Feldlager werden wir erneut durch eine Straßenbombe gestoppt. Wieder geht nichts mehr. Das Entschärfungsteam aus Kandahar muss angefordert werden. Doch erst am nächsten Morgen fliegen die Spezialisten ein. Alle sind vom Warten und von der Nacht in den Fahrzeugen zermürbt. Und dann die gleiche Prozedur wie gestern. Wieder geht eine Bombe hoch. Wieder eine, die für uns bestimmt war. Zurück in Kunduz. Auf dem Bazar im Lager kaufen die Soldaten Souvenirs ein, die afghanische Händler hier jeden Freitag anbieten. Ein Kontingentwechsel steht an. Heute werden viele von hier zurück nach Deutschland verlegt. Die Frage, ob dieser Einsatz etwas bringt, ob die Toten, Verletzten einen Sinn haben, die bewegt sie alle. Denn sie bezahlen für diesen Einsatz und ihre Familien zu Hause auch. Manche beschleicht der Verdacht, dass in ihrem Kampf gegen die Taliban irgendetwas völlig schief läuft und sie in Wahrheit nichts an den Zuständen hier ändern können. Der Taliban fängt oben in der Politik an, meiner Meinung nach. Von oben wird alles gesteuert. Wir wissen, dass District Police Chiefs mit den Taliban, wie nennen sie Insurgents, zusammenarbeiten, fördern, geschmiert werden. Dadurch halt eben fängt es meiner Meinung nach ganz weit oben an. Für mich persönlich, wenn ich draußen fahre, wenn ich draußen zu Fuß unterwegs bin, ist der Zivilist, der eine Waffe in der Hand nimmt, auf mich feuert, ist er der Taliban. Ich kann da nicht sagen, er verteidigt nur sein Hab und Gut. Für mich ist es dann der Taliban. Aufgrund dessen, weil die Gruppierungen, die sich dadurch entstehen und halt eben die Gefechtshandlungen, die dadurch auf uns zukommen, lässt Maß muten, dass es dann die Taliban sind. Sobald sie ihre Waffen wieder weglegen, sind es Zivilisten. Dadurch gelenkt versuchen wir hier ein stabiles Umfeld zu schaffen und halt eben die Interessen der Politik durchzusetzen. Ja, so ist es ja. Ja. Und das ist halt eben hier sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Sind Sie einverstanden mit der Politik? Ja, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Kein Satz? Kein Satz. Kein Wort? Nein. Abschied am Hauptbahnhof Lummerland. Von hier aus starten sie in die Heimat. Auch ein Teil des armenischen Kontingents tritt hier heute zum letzten Mal an. Sechs Stunden Flug trennen sie noch von zu Hause. Von Deutschland, wo keiner so genau weiß, was an den vielen Fronten Afghanistans täglich geschieht. Und welchen Sinn der Einsatz überhaupt hat. Aber diese Frage stellen Sie sich ja selbst.